Hallo Vlog, was geht ab? All in geht weiter, nächste Folge. Freue mich richtig auf diese Folge. Montagmorgen haben wir jetzt. Ich trinke gerade meinen Kaffee noch. Kein typischer Montag heute. Heute fahre ich, beziehungsweise jetzt gleich um 9 Uhr, fahre ich nach Frankfurt. Bin noch ein bisschen K.O. vom Wochenende, aber werde später auf jeden Fall wieder fit sein. Heute ist das H&M-Event mit Emre Can. Er stellt seine neuen Anzüge, die er designt für H&M vor. Und ja, er wird persönlich anwesend sein. Da bin ich für die Musik zuständig. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega hyped. Ich freue mich. Mache das jetzt zum ersten Mal sowas. So ein In-Store-Event, so ein richtiges. Und ja, Emre Can wird 1,5 Stunden vor Ort sein und eine Unterschriftenaktion machen. Das bedeutet, er wird eine Autogrammstunde geben. Ja, ich bin auf jeden Fall mega hyped und schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Die Veranstaltung ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Auf jeden Fall Dank für den Support, Prada und Sammy. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Sammy ist auch endlich mal wieder im Vlog, der war lange nicht mehr dabei. Frankfurt ist das da. Soll ich hier wieder alles vermiesen? Ja, nein, DJ O&M, Emre Can, peace out. Sammy hat auf jeden Fall krass Support gelebt. Mega cool. Danke dir. So, Mode-Kollektion bei DJ Sammy. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Wir sind gerade bei H&M, ne? Kein Problem. Jetzt schauen wir mal, was der RMO macht hier. Nur am Chillen, ey. Nur am Chillen. Ja, ja. Sammy, take over. Ich nehme euch mal mit. H&M, Mitarbeiter. Ein Shoutout für DJ Urban O. Wie fandet ihr ihn heute Abend? Auf jeden Fall. Wo kommt denn das hin? Bester YouTube. DJ. Okay. Wohin? YouTube. So, wirklich? Ja. Ja, abschließend war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, war mal was ganz anderes. In-Store-DJing ist halt nicht so wie im Club, klar. Bin auf jeden Fall mega dankbar, dass ich das machen durfte und ja, kann sein, dass es noch ein zweites Mal geben wird. Ich bin mal gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf. Hat mega Spaß gemacht, der Tag. Die Bild war übrigens auch da und die haben mich interviewt und ja, das Interview habe ich unten verlinkt in den Shownotes, also wenn da jemand Bock drauf hat, der kann sich das mal reinziehen. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, dass du die Folge geschaut hast. Wenn du spannend findest, was ich so mache, abonniere gerne meinen Kanal, teile die Videos, wenn du Bock hast und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!